Die Aufgabe der Freien Wähler ist es, dieses Euro-Thema ja nicht mehr nur von Eliten diskutieren zu lassen, wie es bisher passiert ist, sondern eigentlich für die breite Öffentlichkeit greifbar zu machen und in die politische Tagesarbeit rüberzubringen. Wir haben dazu ja am Samstag eine Demonstration, Kundgebung abgehalten mit rund 1000 Teilnehmern, vielleicht waren es ein paar mehr. Ich war äußerst zufrieden mit dem Ergebnis. Ich muss auch sagen, dass wir damit im Prinzip eine breite Öffentlichkeit erreicht haben. Und es ist ja mittlerweile so, dass sehr viel mehr Leute an dem Thema interessiert sind, als dafür auf die Straße gehen, weil es im Prinzip eher ja, die bürgerliche Mitte ist, die sich hier betroffen fühlt, die sagt, diese Währungsstabilität sehen wir in Gefahr. Und wir sind als Freie Wähler angetreten, im Prinzip als bürgerliche Gruppierung der politischen Mitte. Wir haben gesagt, wir stehen für solide Finanzen, die sind wichtig in den Kommunen, damit im Prinzip die Gesellschaft weiterhin funktioniert. Und wir wollen 2013 für den Bundestag kandidieren und spannen damit eben diesen Bogen von der Kommune, von der Finanzausstattung vor Ort bis über den, ja, über die Geldbörse der Bürger bis hin zu einer Landes- und Bundespolitik, die sich in unseren Augen vergaloppiert hat, die keine Konzepte mehr hat. Wir sehen, dass die Schuldenlawine immer schneller läuft, dass sich das Karussell immer schneller dreht und dass das, was gestern noch als unmöglich dargestellt worden ist, ja morgen schon selbstverständlich ist. Ich erinnere nur noch daran, dass jetzt auch EFSF und ESM addiert werden soll. Vorher hat es geheißen, das wird vom ESM abgezogen, die 200 Milliarden des EFSF. Jetzt wird es dem ESM obendrauf gelegt. Gleichzeitig heißt, auch das wird schon wieder nicht reichen. Eigentlich bräuchte Spanien alleine schon diese 450 Milliarden vom ESM. Dann haben wir noch ein paar Milliarden übrig. Heißt also, das Karussell dreht sich immer schneller. Und jetzt ist die Frage, springen wir raus oder hoffen wir, dass sich dieses Karussell irgendwann wieder ja, langsamer dreht. Ich glaube, wir sollten jetzt rausspringen, dann gibt es vielleicht ein paar Knochenbrüche. Wenn wir aber weiter drin sitzen bleiben, werden wir uns am Ende das Genick brechen. Und das heißt für mich, am Ende ist die Währung in Gefahr. Wir werden am Ende auf eine Inflation zusteuern, wenn wir alternativlos diesen Weg weitergehen. Diesen Weg der Vergemeinschaftung der Schulden. Deshalb auch die klare Ablehnung des ESM. Und wir sehen all die Handlungen, die derzeit passieren, auch die Diskussion um eine europaweite Börsen- oder Bankenaufsicht, ja, nicht per se als falsch an, aber als eine Etage zu spät angesetzt. Wenn ich mal alle Schulden in einen Topf werfe und dann aber sage, ich schaue dann europaweit auf die Banken, dass dort nichts anbrennt, dann glauben wir, ist die Verantwortung schon eine Etage zu hoch angesiedelt. Wir müssten unten schon die Dinge sanieren. Und die Politik darf sich nicht länger nur noch zum Geldeintreiber für die Bankenwelt machen. Das will ich auch so deutlich sagen. Also derzeit ist so, die Bankenwelt ist sakrosant, was die tun. Also schuldenfinanzierten Konsum zu organisieren, das ist politisch gewollt. Und man nimmt dafür in Kauf, dass die Währungsstabilität in Gefahr gerät. Wir sehen es andersrum. Wir sagen, dieser schuldenbasierte Konsum ist auf Dauer nicht durchzuhalten, weil niemand hier auf Dauer das Geld zur Verfügung stellen kann. Wir können uns hier als Deutschland noch einige Jahre mit in Haftung nehmen lassen. Dann werden auch unsere Kräfte aufgezehrt sein und dann haben wir die Inflation so dramatisch, sehe ich das. Und deshalb gilt es heute, ein Ausstiegsszenario zu entwickeln. Das heißt, festhalten an der Eigenverantwortung der Investoren. Eine Bank, die Geld gibt, muss auch dafür haften. Details dazu wird dann Stefan Wehrhahn vorstellen, wie wir hier die Eigenverantwortung der Bankenwelt organisiert sehen wollen. Und politisch gesehen werfen wir einfach Schwarz-Gelb vor, hier völlig zu kapitulieren vor der großen Bankenwelt, auf Seiten der kleinen Leute keine ja, Vorstellungen mehr zu haben, wie man diese Dinge abfängt. Und unsere politische Botschaft ist, wir treten 2013 für den Bundestag an. Wir wollen als Partei der bürgerlichen Mitte dieses Thema besetzen, wollen für eine solide Finanzpolitik kämpfen, wollen für ein starkes, demokratisches Europa kämpfen, das noch einen regionalen Charakter hat und nicht ein Zentraleuropa ist, wo wir alles in einen Topf werfen, wo wir jetzt auch eine gemeinsame Fiskalpolitik scheinbar organisieren wollen. Innerhalb Deutschlands wird
ja, der Länderfinanzausgleich in Frage gestellt. Europaweit wird er organisiert in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Wir stellen damit einfach gegenüber die Interessen der kleinen Bevölkerung, die Interessen des Mittelstands, die an einer Inflation und an einer Geldentwertung kein Interesse haben können, gegen die Interessen, ja, der großen Konsumwirtschaft, die sagen, Hauptsache die Party wird gefeiert, solange wir noch irgendwo Vorräte, ja, auftreiben können, koste es, was es wolle. Und diese Botschaft gilt es jetzt zu vermitteln. Mich freut es, dass hier Herr Stefan Wehrhahn zu uns gestoßen ist, dass er gesagt hat, jawohl, ich will bei diesen Freien Wählern mitmachen. Die haben eine Perspektive, das ist meine Hausnummer. Ich will um ihn herum auch ein Finanz- und Wirtschaftsteam formen, wo man einen Herrn Henkel mit reinnehmen kann, wo man vielleicht den einen oder anderen auch aus der mittelständischen Wirtschaft mit reinnehmen kann, um dieses Thema fachkompetent und sauber besetzt zu haben, um damit einen Gegenentwurf zu einer merkelschen Schuldenpolitik aufstellen zu können und zu sagen, liebe CSU, auch wir können lesen und schreiben.